Hallo, willkommen zurück bei Don't Starve mit Maru. Und wir müssen irgendwie die Bisons hier rauskriegen. Ich müsste sie angreifen und weglocken, glaube ich. Aber das möchte ich jetzt auch nicht tun. Unser Gras erstmal hier gezüchtet. So. Kohle haben wir auch ummengen. Mal gucken, was wir daraus bauen können. Nichts Wichtiges. Was ich bräuchte, ist ein Crockpot. Dafür brauche ich Zweige. Das lässt sich einrichten. Hier ist alles voll mit Zweigen. Ich habe vielleicht zu nah an den Viechern gelagert. Oh Mann. Muss ich in der Berufszeit mein Secondary-Lager machen. Damit die mich nicht killen. So, hier oben war noch ein Spinnen, das ich wegmachen muss, genau. Dann gucken wir, was hier noch ist, dass wir das ganze Gebiet hier frei haben. Erst verschaffen wir uns unsere Hasen jetzt, würde ich sagen. Auch noch eine Schaufel, die ganz ist. Kann man genug dabei, um einen zu machen? Ja. Zweige brauchen wir eh Unmengen, dann nehmen wir einfach noch einen ganzen Stack mit, damit die Schaufel halt hält. Die wachsen ja ohne, oder? So, unsere Blumenkrone ist hops gegangen. Also müssen wir auch mal neue Blümchen sammeln hier unten. Blume. Gras. Blume. Gras ausgraben. Oh. Schau die Spitzhacke weg. Ja, Häuser. Ich bin jetzt Hunger. Wir haben zwei Hasen dabei. Braten wir gleich leckeres Essen. Wir könnten vielleicht auch noch Bienen kriegen irgendwo. So, im Kopf geht's wieder super. Ich kann auch keine Albträume gebrauchen gerade. Ich habe den Baum nicht dazu bringen konnten, so einen Büffel anzuhauen. Ich versuche mal wirklich an die anzuzünden einfach. Oh, mehr passt nicht in den Inventar, sammeln nur noch Zweige. Saatgut ist auch nicht schlecht. Kram rennt ja nicht weg, können wir mal später wiederholen. Gehen den großen und können die Karotte da kurz einsacken. Dann bringen wir halt kurz die Hasen um. So. Gleich wird es dunkel, dann gehen wir nach Hause. Und noch zwei tote Hasen für Fleisch. Oh, das kommt hier nicht um.
Oh, da oben liegen Seile. Haben wir Platz für Seile? Nein. Und eine Falle. Ah, gut zu wissen. Auf nach Hause. Und immer ganz wichtig, wenn ihr mal irre werdet, geht da raus in die Sonne mit der Blumenkrone, Blümchen pflücken. Danach geht's euch besser. Und ich muss eh nur nachts zu den Bisons. Notfalls. Und nachts sind sehr freundlich. Oh, aber nur Kacke für ein Feld, wunderbar. Sind wir ein Lager abgezischt? Nein, natürlich nicht. So, was soll das eigentlich für ein Krogbeutel jetzt reichen? Okay, Essen gibt's hier. So, da kommt dann ein Monsterfleisch, ein Hasenfleisch und da ich gerade nichts Besseres habe, noch ein Hasenfleisch. So, jetzt können wir glaube ich die erste Farbe noch, muss ich wieder erforschen. Ich würde sagen, unsere Farben kommen hier oben hin. Oh, Meatballs. Da reicht schon noch eins, aber wir haben gerade nichts zum Pflanzen. Oh, die Bäume sind schon wieder eine Stufe runtergegangen. Na, ist auch egal. Ne, nicht essen. Pflanzen. So, versuchen wir es mal so ein Ding abzufackeln. Dann pflanze ich mir so einen, also einen kleinen Baum daneben. Und zünde jetzt den kleinen Baum hier an. Dann pflanzen wir ihn mal ein. So, pflanzen wir mal weiter. Hier sammeln wir mal jetzt die Sticks ein. Mal die guten Schweine da weg, die nerven. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Ah, nein. Ja, die kommt auf mich zu und dann machst du, hä? Ah, noch zwei Kacke. Oh, mehr Kacke. Koala Fand. Oh, das Kacken sammeln dran. Zwölf Kacke brauchen wir für zwei Felder erstmal. Na, wo ist er? Da. Ich muss mal so ein paar Bisons töten. Ich glaube, ich habe ein paar Schweine und kill dann Bison. Die Bisons in meinem Lager. So.
Ja, genau. Haut doch mal ab, da ist mein Lager. Wir können sogar einmal wieder aufstehen, notfalls. Wir brauchen Gras. Nicht nachgewachsen. Wir brauchen dann nochmal 10 Gras, okay. Unsere Büsche tragen bald wieder, weil wir brauchen dringend Futter. Ey! Ja, ich habe verstanden, ist euer Kram da. Kein Stress, Mann. Die Bisons müssen auf jeden Fall irgendwie weg. Und dazu ist, kostet uns auf jeden Fall Leben. Oh, Bärenbüsche ist noch nicht gewachsen. Ich kann aber die Kacke benutzen. Nein, nicht ausgraben. Nimm die Axt. Um das hier zum Wachsen zu bringen. Einmal Mais. Da rein. Ab in den Crockpot. Das. Das. Und zwei davon, weil wir nichts anderes haben. Aber wir verhungern hier gleich. So, ich möchte im Endeffekt 6 Farben haben. Kacke. Lass mal die wachsen. Wenn man die denn treffen würde. Tja. Dringend essen. Wie ihr euch nur vertreiben könnte hier. Ihr kommt zu mir. So. Die drei müssen weg. Dazu schnappen wir uns morgen Schweine. Zwei Stück können wir uns mitnehmen. So auf. Ah. Ich hoffe, meine Felder können nicht brennen. So, brauchen wir erstmal Feuer. Machen wir mal, dass meinen Feuer nicht brennen können.
Nee. Ach, ist die Fackel ausgegangen. Dann bleiben wir einfach mal passiv. Ah, ich kann die wegschieben. So, schieben, 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 schieben. Ja, weg von meinem Lager, ihr Viecher. Falls wir Holz brauchen, haben wir ja genug. Oh, Hunde. Bleiben wir da hier bei den Hunden. Wenn die Hunde kommen, muss ich nicht mit anlegen. Dann sammeln dann Kacke. Dann lockt man die Hunde zu den Bisons und hoffen, dass sie sich gegenseitig umbringen. Hier irgendwo eine Spinne? Hm, weiß keine Spinnen lange mehr. Das Bison wird uns die Hunde mal Leib halten. Da kommt Herr Honis. Bisonfleisch. Verdammt, jetzt ist eins mehr. Ah, es wäre kein Problem, wenn nicht im Rumpfzeit die alle aggro werden dann. Speicher mal gucken, was wir schaffen. Ne? Das geht nicht. So, unsere Büsche wachsen immer noch nicht. Das ist doof. Okay, wir könnten jetzt weiter erkunden. Ich würde glaube ich auch das Spinnenlager da wegmachen. Fleisch ist immer gut. Attacke. Na, hat man nicht. Wir haben drei Fleisch, das reicht für drei Schweine, damit können wir bestimmt... Oh. Na dann so, kriegen wir auch Fleisch. Nee.
Monster. Kill. Kill ihn. Lecker Fleisch. Ja, Kumpels, ne? Klar. So, jetzt schnappen wir uns von den normalen Schweinen welche, die nicht so dumm sind, sich da umbringen zu lassen. Wir haben nur eins hier. Brauchen wir mehr Schweine. Da schläft noch eins. Und noch ein drittes. Da. Okay. Du nimmst das da. Du nimmst das da. Und du nimmst das da. Komm mit. Sind die ins Haus reingerannt oder was? Jetzt muss ich hier echt warten, bis es Tag ist. Ach nee. Dann kommt einfach mal mit hier. Machen wir hier so ein Holzfällerlager auf der Nacht. Gras absammeln. Und die Schweine kommen nicht hinterher. Sehr lästig. Ich habe das Gefühl, dass ein kleiner Wald brennt. Nein, es regnet. Das ist dumm. Mitgekommen sind. Aber wir haben ja Schweinefleisch. Sehr gut. Nein, ich habe kein Flint mitgenommen. Das sitzt mir fest. Na, wieder einer? Dann bin ich vorbereitet. Es werde Licht. Bitte. Hey, eine von hat es geschafft. Immerhin. Das andere auch. Yay. So, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Tschüss.